Ich habe euch wieder mal mitgenommen und das ist ja das Lieblingsformat von meinen Zuschauern. Ich würde einfach sagen, ich will nicht lange ins von hinwegreden kommen, weil es ist diesmal wirklich ein langes Video geworden. Also ich habe wirklich viel gelabert. Ich würde sagen, wir legen einfach los nach dem Intro. Tschüss. Guten Morgen zusammen. Hier scheint richtig hart die Sonne rein. Meine Haare sind zurzeit richtig bad. Ja, jetzt wird es wieder kalt. Jetzt ist es vor allem schlagartig kalt geworden. Den muss ich ein bisschen zurückstellen. Und das ist immer so für meine Kopfhaut und so das Anzeichen. Jetzt fette ich mal noch schneller nach. Jetzt musste ich heute halt schon ganz schön Trockenshampoo mehr. Also ich nehme ja Heilerde wieder auf den Kopf machen, weil ich das nicht mache. Ich kann jeden Tag meine Haare waschen. Jeden Tag. Und das soll ich auch nicht. Meine Hautärztin sagt dann immer nur, ja, machen Sie Frisuren, wo man das nicht so sieht. Aber wenn du halt einen Pony trägst und deine kompletten Haare schon so sind nach einem Tag, das kannst du echt, kannst du wirklich vergessen. Ich werde mir jetzt die Haare wieder ein bisschen kürzer schneiden lassen diese Woche. In meiner Welt diese Woche. Und aber immer noch so, dass ich sie zusammenbinden kann, weil das kann ich halt echt nicht machen, so kurz, dass es nicht zusammenbindbar ist. Obwohl ich da schon Lust hätte, aber ich brauche was, wo ich die Haare zusammenbinden kann. Ne? Also das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und ich fühle mich auch nicht wohl. Also ich muss gerade echt gucken, so wie ich das mache bei meiner Kopfhaut, dass ich da Feuchtigkeit drauf ballere, weil mit der Heilerde ist ja das Gegenteil. Ja, brauche ich nicht erklären. Willkommen zum Style & Talk, mein bestlaufendstes Format hier auf dem Kanal. Ich habe eine kleine Bitte an euch, besonders an die Leute von euch, die das gerne gucken und die das irgendwie nebenher beim Fertigmachen gucken. Kommentiert unter diesem Video. Das ist ganz wichtig, dass ihr Interaktion zeigt. Damit wird das Video sichtbarer. Also kommentiert, liken, ganz, 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 ganz wichtig. Prost. Ich habe heute ein paar Gesprächsthemen mitgebracht und ich hoffe, ich kann diesen Gesprächsthemen auch folgen, weil ich hier nicht so der Held bin im Reden und nebenher was machen. Wir versuchen es einfach. Ich verwende übrigens wieder da das Mineral-Make-up von Alverde. Das gibt es aber nicht mehr. Ich habe mir immer noch kein neues geholt. Ich mache das meistens immer so. Die Quaste gebe ich immer in den Deckel. Und dann, wo ist mein Pinsel, mein Kabuki-Pinsel, sowas trägt man ja am allerbesten mit einem Kabuki auf, also mit einem ganz, ganz eng gebundenen kurzen Pinsel. Und die gab es mal bei Essence. Ich glaube, so dieses ganze Mineral-Make-up-Ding ist nicht mehr so innen, aber der, den Pinsel möchte ich nicht missen. Echt nicht. Wir werden heute ein bisschen über das Thema Mental Health sprechen. Die meisten von euch, die mir halt auf meinem Zweitkanal folgen, wissen halt auch, dass ich in Therapie bin. Es war so anhand meiner Gesundheit. Bei mir ist die Depression hormonabhängig. Depression ist meistens immer eine Disbalance, ein Ungleichgewicht im Körper, also Transmitter, die halt nicht funktionieren. Und dann gibt es wie in meinem Fall, das ist aber nicht in jedem Fall so, die Möglichkeit, dass eben hormonelle Störungen das auslösen. Und bei mir war es jetzt diese Woche, ne, letzte Woche war es so, dass ich zum Arzt musste Anfang der Woche, weil meine Schilddrüsenwerte nicht mehr gestimmt haben. Also sprich, das muss ich anders sagen. Mein damaliger Hausarzt hat sich verkalkuliert mit meiner Schilddrüse. Ich habe immer wieder von Ärzten gesagt bekommen,
Sie sind aber sportlich angestellt. Das heißt, meine Werte sind super krass niedrig. Mit 0,03 TSH ist das echt viel zu über eingestellt. Und ich wusste immer schon, dass die Schilddrüse gerade auch mit Östrogen und so korrespondiert. Das heißt, wenn du zu viel Östrogen im Körper hast, dann greift das Östrogen die Schilddrüse an. Jetzt nehme ich ja seit einiger Zeit ja Progesteron und das Progesteron nehme ich halt auch zu hoch. Und jetzt ging halt dann gar nichts mehr. Ich habe das dann gemerkt an Progesteron nehmen, dass mich das halt gar nicht mehr beruhigt hat. Und ich muss die Uhr noch einstellen. Ich muss ab heute auch wieder nehmen. Ich habe immer wieder so Panikattacken, jetzt auch gerade wieder so heute Morgen. Es war echt mal wieder unangenehm. Und wenn du so eine Panikattacke hast, hat das halt für dich auch richtig krass psychische Folgen, weil dein Körper möchte eigentlich immer wegrennen. Das ist einfach ein echt unangenehmes, uncooles Gefühl. Ich kann es echt nicht anders beschreiben. Und das habe ich halt in Verbindung mit der Schilddrüse immer wieder gehabt. Nicht falsch verstehen, die Schilddrüse macht keine psychischen Probleme, sondern sie ist Auslöser für solche Reaktionen. Die psychischen Probleme kommen noch zusätzlich dazu. Also es ist beides in gleichen Teilen da. Denn wenn dein Körper so extrem reagiert, dann macht es was mit dir. Ich kann das nicht anders erklären. Es macht auf jeden Fall was mit dir. Und jetzt habe ich schon wieder den Concealer vergessen. Und dieses sehr krasse Gefühl von einer Panikattacke, das ist einfach unangenehm. Mein Körper weiß inzwischen, durch das, dass ich in Therapie bin, mein Körper weiß inzwischen, oder ich habe Möglichkeiten inzwischen entwickelt, das leicht abzudämpfen, aber es ist trotzdem in dem Moment halt wirklich schwierig. Und ich habe in der Vergangenheit diese Panikattacken stellenweise auch gar nicht als solche anerkannt. Ganz komisch. Es ist ganz komisch. Also ich habe mich psychisch geschützt vor den Panikattacken. Und jetzt inzwischen, also seit gestern, es ist richtig heftig. Gut, ich habe halt auch von dem Tod von einem engen Bekannten meiner Familie erfahren. Das ist natürlich auch so ein Thema, was das halt eben auch auslösen kann und so. Ja, also ich für meinen Teil muss halt einfach lernen, zu meinen Panikattacken zu stehen. Ich habe oftmals gedacht, es ist eine übertriebene Nervosität. Nein, es ist nicht. Es ist eine Panikattacke, eine wirklich krasse Panikattacke. Ich habe zum ersten Mal mich mit diesen Panikattacken intensiver beschäftigt. Da hat Rezo über seine Panikattacken gesprochen. Das war auch mega krass so. Und dann, da habe ich mich so wiedererkannt. So eine Panik ist ja ein Schutzmechanismus vom Körper, in dem er dich beschützen möchte. So dass du beispielsweise aus einem brennenden Haus rennst oder so, ne? Aber in Situationen, wo es eigentlich gar nicht notwendig ist, ist es halt nur schädlich, weil Cortisol strömt in den Körper. Du hast Adrenalin ohne Ende und du willst einfach nur wegrennen. Früher hast du gegen den Säbelzahntiger kämpfen müssen, da war das wichtig. Heute ist es halt nicht wichtig. So war das dann auch die letzten Tage kann ich schlafen, muss ich wirklich sagen. So die letzten 5-6 Tage bin ich echt froh drum, weil ich halt einfach auch weniger Schilddrüsenhormone jetzt nehme. Aber ich muss halt in grob 2 Wochen muss ich wieder zum Arzt Blut abnehmen. Jetzt muss halt meine Schilddrüse eingestellt werden. Und das dauert. Das dauert wirklich. Also es hat mir aber wirklich so ein bisschen
Nervosität weggenommen. Ich habe immer wieder meinen damaligen Hausarzt gefragt, bin ich zu hoch eingestellt? Mich spricht jeder und seine Mutter darauf an, ich sei zu hoch eingestellt. Und mein Hausarzt mal so, nee, das passt schon, das ist schon okay und so. Wenn du dich halt nicht mitteilen kannst, und ich habe das ja auch schon in anderen Videos gesagt, wenn du dich halt nicht mitteilen kannst, was los ist, und ich wusste ja auch lang nicht, ob ich Depressionen habe oder nicht, ne? Wenn du nicht weißt, was los ist, wie willst du dich deinem Arzt mitteilen? Jetzt war ich dann halt bei so einem Frauenarzt, der mich leider nicht behandeln möchte. Aber der ist gleichzeitig Endokrinologe und ich habe den mal so fachspezifisch ein paar Dinge fragen können, Gott sei Dank. Und der hat dann gleich gesagt, das geht halt gar nicht klar. Sie sind halt echt super schlecht eingestellt. Das ist viel zu übereingestellt sozusagen. Und ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal gucken, dass ich das mit der Schilddrüse hinkriege. Und da muss ich anfangen, weniger Progesteron einzunehmen. Und vielleicht mit Östrogen arbeiten. Und mein Körper merkt jetzt so, dass ein erheblicher Teil von diesem Nicht-Schlafen, das kommt ja dann auch noch dazu, ne? Also ich habe dann über längeren Zeitraum einfach echt beschissen geschlafen und wenn du halt richtig beschissen schläfst, du bist irgendwann mal mit den Nerven am Ende. Und als es vor 2 Wochen war, ich bin ja dann am Montag zum Arzt, gesagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich habe keinen Termin, aber die hat dann auch gesagt, jetzt bleiben Sie mal hier. Ich bin total so, und mein Hausarzt gleich so, sie wippen die ganze Zeit mit dem Kopf, man merkt ihnen das an, soll ich sie krank schreiben? So, na, ist alles in Ordnung. Ich bin an dem Tag noch zum Sport gegangen, aber das war ein Fehler. Denn ich habe meine Muskeln dann so richtig überstrapaziert. Das war nicht geil, das war echt nicht geil. Ich unterschätze das immer. Ich denke mir immer so, ah, du kannst schon zum Sport gehen. Aber heute lasse ich es mal sein, weil ich will am Freitag gehen. Denn ich habe immer noch Magenprobleme. Ja, und dieser ganze Mechanismus, Panikattacke, Nervosität und so, das schlägt mir halt auch auf den Magen. Muss man halt so auch sagen, ne? Und alles, weil mein damaliger, ich sag's jetzt einfach so, wie es ist, mein damaliger Hausarzt einfach zu arrogant war. Weil das ist nichts anderes. Ja, und es ist wie in der, also im Körper auch, in der Füße, in der Physiotherapie ist es ja auch so, dass Schonhaltungen behandelt werden. Du verletzt dich irgendwo und dann geht dein Körper eine Schonhaltung ein, damit du dir nicht noch mehr wehtust. Und das, solche Schonhaltungen sind halt meistens auch nicht geil. Und so Schonhaltungen hast du halt auch in der Psyche. Und so habe ich mir halt sehr, 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 sehr schadhaftes Verhalten angewöhnt, was ich halt jetzt in Therapie versuche loszuwerden. Und das ist echt schwierig, weil mein Körper reagiert darauf so extrem. Ich bin so angespannt stellenweise, das ist einfach, puh. Aber ich muss eins sagen, für diejenigen von euch, die eben auch Therapieplätze suchen und einfach keine finden, bleibt dran, bleibt da wirklich dran. Ich habe jetzt das Glück gehabt, ich wohne jetzt in einer nicht so großen Stadt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man eben monatelang sucht und stellenweise halt auch ewig lang warten muss. Ich weiß nicht, wie das ist, das weiß ich definitiv nicht. Aber bleibt da dran, bleibt da wirklich dran. Wenn die Psyche warten muss, es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres. Und redet zur Not mit eurem Hausarzt. Der kann da ja auch zur Not auch nochmal irgendwie handeln. Psychopharmakas sind kein Pappenstiel. Aber da halt mit einem Arzt sprechen, der sich da ein bisschen auskennt,
ist wichtig. In der Regel, ich nehme keine Psychopharmaka, weil ich eben Hormone nehme, weil Hormone bei mir wirken. Genau da wirken, wo es sein muss. Also das ist jedes Mal, wenn ich mein Progesteron nehme, ist es wie so ein... Das ist wie weg. Ich bin heute Abend schon gespannt, ob es wieder wirkt, weil ich jetzt weniger Progesteron, weniger Schilddrüsenhormone nehme. Die letzten Male hat es nicht mehr gewirkt. Also diese entspannte Wirkung. Aber ich nehme auch pflanzliche Beruhigungsmittel. Das geht halt einfach nicht anders. Johanniskraut, da muss man halt ein bisschen aufpassen und Sonnenschutz tragen. Dann halt auch Passionsblüte. Was ist da noch drin in meinem Zeugs? Das hat mich beim ersten Mal schon richtig umgeknallt. Ist nochmal irgendwas drin. Also da wirklich in die Apotheke gehen und sich halt wirklich auch ein Beruhigungsmittel holen. Das ist echt wirklich wichtig. So, jetzt labere ich aber schon die ganze Zeit und werde nicht fertig. Das ist natürlich auch wieder, steht natürlich auch wieder für mich. So. Ja, psychische Gesundheit ist das A und O. Dein Körper kann nicht gesund, wenn deine Psyche nicht gesund ist. Und das ist halt so traurig, dass in unserer heutigen Gesellschaft das immer noch so ein No-Go ist. Fangen zwar jede Menge YouTuber an, über ihre Psyche zu sprechen. Ich meine, das habe ich ja auch gemacht. Oder gerade psychische Krankheiten wie ADHS oder so. Sylvie Carlson hat das gemacht. Luna Jazz hat es gemacht. Das ist einfach so wichtig, dass wir das einfach sichtbar machen, dass wir einfach zeigen, dass es uns, dass wir uns nicht schämen müssen. Ich bin in Gruppentherapie, ne? Und ich habe immer wieder mit diesem Gefühl, mich zu schämen, immer wieder damit zu tun. Aber wenn du schon in so einer Gruppe bist, dann solltest du dich auch nicht schämen müssen, ne? Also wenn nicht da über Dinge reden, die halt wirklich wichtig sind, aber ich habe trotzdem immer wieder so richtige Hemmungen und schäme mich für mein eigenes Verhalten. Das ist total komisch. Aber ich habe mir einfach angewöhnt jetzt, ich spreche darüber, komme was da wolle. Und auch wenn es mir schwer fällt, und es fällt mir schwer, liebe Leute, also ist nicht so, dass mir das locker von flockig von der Hand fällt. Das tut es einfach nicht. Ja. Ich kämpfe, ich bin in Therapie, wie gesagt, und das ist relativ häufig. Also ich habe noch nie so häufig Therapie gemacht. Jetzt diese Woche fällt es leider komplett bei mir aus. Aber normalerweise mache ich das sogar zweimal die Woche. Meine Therapeutin hat jetzt gemeint, so, sie arbeitet jetzt mit einer Kunsttherapeutin zusammen. Und sie sieht mich da irgendwo auch. Also sie darf das, mich da in die Gruppe reinstecken. Weil du hast ja so ein bestimmtes Kontingent von der Krankenkasse. Und sie dürfte das mich da reinstecken. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wäre halt dann noch ein weiterer Tag. Therapie. Also so ein dritter Tag. Ja, da bin ich echt gespannt. Ansonsten, wie gesagt, bin ich in der Gruppe. Ich habe auch noch nie Gruppentherapie gemacht. Das ist halt auch so eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich bin in der Gruppe und bin in Einzeltherapie. Also einzeln auch nochmal. Und beim letzten Mal war es bei mir leider so, also letzte Woche, ich war so fertig, ich war so müde, ich war so kaputt. Oh, weil es mir halt einfach nicht gut gegangen ist, dass ich halt, ich bin nicht da reingekommen zum Reden.
Ich bin da nicht reingekommen und sie war müde. Also haben wir ein bisschen so gequatscht. Und jetzt ist sie krank und ich merke das total, dass mir das halt fehlt, wenn da mal einmal ausfällt. Aber nächste Woche wird wieder losgehen. Und in so einer Zeit muss halt dann wirklich Beruhigungsmittel her. Das geht halt nicht anders. Na. Und ich muss halt auch mal die Thematik ansprechen vom Tod meiner Schwägerin, dass ich das halt immer noch nicht verarbeitet habe. Zum Tod jetzt von unserem inneren Bekannten. Und im letzten Jahr ist es ja auch so gewesen, ich habe da nie so richtig drüber gesprochen. Es war, glaube ich, letztes Jahr. Im letzten Jahr war es so, dass ein Kumpel von mir an den Folgen von einer Chemotherapie gestorben ist. Ich habe den zwar schon ewig nicht mehr gesehen gehabt. Plötzlich meldet sich eine Bekannte von mir von früher und meint sie, ja, hey, der ist in den Folgen von der Chemotherapie gestorben. Das ist halt so krass. Das ist so krass. Und ich habe immer das Gefühl, so, ich müsste das so runterschlucken. Aber das bringt es halt auch nicht. Solche Sachen sind halt wichtig, dass man sie halt benennt und anspricht, wenn sie einen so belasten. Und ich werde das halt in der nächsten Gruppentherapie halt wirklich benennen. So. Ich mache, glaube ich, noch mal so ein bisschen, also ich verwende ja immer noch dieses uralte Wort, mit dem bin ich zufrieden. Ich mache aber jetzt, glaube ich, den in den Innenwinkel ein bisschen rein, mit dem Finger. Jo. Das gefällt mir. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über das Thema psychische Gesundheit gesprochen. Ich finde es halt immer noch schade, dass es in unserer Gesellschaft so ein No-Go ist. Und es ist für mich ja auch gerade so ein sehr schwieriger Punkt irgendwie. Du bist auf Jobsuche, du wirst eingeladen zu Vorstellungsgesprächen und du darfst das halt nicht sagen. Du musst es halt zaghaft ansprechen, denn da gibt es halt immer noch so abartig krasse Berührungspunkte, also so Ängste, gerade von potenziellen Arbeitgebern, das geht halt gar nicht. Ich sehe, dass ich nichts sehe, aber meine Augen sind so schlecht geworden hier. So dieses Zittern von meiner Hand hat zum Beispiel auch viel mit meiner Psyche zu tun. Das ist Wahnsinn. Also ich habe das auf jeden Fall vererbt bekommen. Da kann ich nichts machen. Aber es ist halt auch stärker geworden. Und besonders, wenn man mich darauf anspricht, dass ich zittere, dann zittere ich noch mehr, Leute. Dann zittere ich noch mehr. Ich hoffe, ich habe alles getroffen. Ohne Brille was lesen. Pff. Im Moment ist das echt nicht möglich bei mir. Echt nicht. In Kürze wird es hier übrigens eine Review-Woche geben. Oder wenn du dieses Video gesehen hast und sie hat schon stattgefunden, weil ich weiß noch nicht, wann ich sie mache. Ich bin ein bisschen aufgeregt deswegen. Also ich werde heute noch ein Video drehen für die Review-Woche.
da so Bock drauf. Denn die Einzelreviews sind halt schon ein wichtiges Element auf dem Kanal. Aber so diese ganze, ihr wisst ja, dass ich 2 Monate jetzt ausprobiert habe, weniger Videos zu drehen. Und es ist auf dem Kanal tatsächlich egal, ob ich ein Video oder 2 Videos drehe. Also bleibe ich erstmal bei dem einen Video. Bei meinem Hauptkanal ist es nicht, bei meinem Zweikanal ist es nicht egal. Die reagieren also auf so 2 unterschiedliche Art und Weisen. Das ist einfach brutal. Das ist richtig brutal. So. Ich hoffe, ich habe alles getroffen. Ich sehe so schlecht. Also entweder fange ich jetzt mal wirklich an mit Kontaktlinsen, aber ich habe halt echt am Auge rumfummeln, das ist nicht mein Ding. Da habe ich schon manch eine Horrorstory gehört und am Auge rumfummeln, oh weh. So. Kann man machen, oder? Ja, kann man machen. Kann man definitiv machen. So, und jetzt habe ich ja eine neuere Mascara. Ja, achtet auf euch. Redet mit Leuten. Redet mit Fachleuten. Redet mit Freunden. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Aber anfangen zu reden ist auch nicht so einfach, weil, wie gesagt, ich konnte mich früher auch nicht wirklich mitteilen. Mir ist das schwer gefallen. Ne, also, keine Ahnung. Kann man machen. Ich mache unten nichts mehr drauf. Prompt habe ich mich verschmiert. Die sind bei mir unten einfach zu lang. Und ich finde jedes Mal, das sieht komisch aus. So. Jetzt habe ich sie getroffen. Da ganz am Anfang, so ganz kurz her, und die erwische ich immer nicht ganz. So, ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich freue mich morgen schon auf den Friseur hier. Ich bin so rausgewachsen. Das ist schon Wahnsinn. Und vor allem was Pflegeleichteres nehmen. Also entweder lasse ich mir nur ein Stückchen abschneiden unten. Oder ich mache halt wieder einen Long Bob, der halt dann bis hierher geht, und ein bisschen Form brauche ich echt in den Haaren. Das muss echt mal wieder sein. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Zuhören und fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Ihr denkt daran, das ist wirklich wichtig, dass ihr Interaktion zeigt, gerade bei Videos, die ihr gerne guckt. Ich sage danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!